Willkommen zu Frequent Traveler TV. Heute wieder eine frisch gepresste Sendung mit einem etwas anderen Winkel und einer gekrumpelten, wie soll man es nennen, Gardine. Das ist so, wie es ist. Die Sonne scheint von rechts. Deshalb musste ich die Position ändern, weil sonst wäre ich komplett dunkel gewesen. Hier seht ihr den, ich glaube, es nennt man Rembrandt-Look, wenn nur eine Seite angeleuchtet ist von der Sonne. Da kommt sie wieder stärker raus, wird sie angesprochen. Bei der Hamburger Flughafengesellschaft gab es auch Stress. Da ist es so gewesen, dass der Flughafen mit dem Gepäckbank zu kämpfen hatte, übers Wochenende und Montag auch. Aber es lief gestern Nachmittag dann wieder ab 16 Uhr. Wir haben Boeing 787 Dreamliner. Da gibt es den nächsten Fall von FAA-Kontrolle. Ja. Dann Lufthansa hat einen neuen Finanzer. Da gibt es also auch Neuigkeiten. Den hat man bei Amadeus geklaut. Dann Emirates A350, eine neue Ära beginnt am Golf. Und Qantas, die haben sich geeinigt in dem Fall, wo sie Flugtickets verkauft haben, die Flüge also Flugtickets für Flüge, die es nicht gab. Also wo man wusste, dass sie nicht fliegen werden. Heute die Sendung am frühen Morgen um 9.33 Uhr Tallinnzeit. Wird wahrscheinlich so in der deutschen Zeit auch bei euch so gegen 10 Uhr auflaufen. Gestern Abend nicht mehr geschafft, alles zu machen. Deshalb jetzt die Themen für euch frisch gepresst. Ich bin auf dem Weg gleich zum Flughafen. Versuche auch noch die heutige Abendsendung zu machen. Das sind die Themen, die ich für gestern schon vorbereitet hatte. Aber ihr könnt nichtsdestotrotz den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und alles Mögliche machen, um den Kanal zu unterstützen. Danke dafür. Ja, wir steigen direkt ein in das erste Thema, nachdem ihr abonniert, geliked und so weiter habt. Und zwar das erste Thema ist halt wirklich Hamburger Flughafen, das Gepäckband. Da ist es halt so, dass es im Terminal 1 dort ein Riesenproblem gab mit dem Gepäckband. Es lief nichts. Und jetzt ist es wieder repariert. Grund für die Störung ist ein Fehler in der Steuerungsanlage gewesen. Alle Passagiere hätten wie gewohnt am Montag abfliegen können. Für ankommende Passagiere ist es so gewesen, dass das natürlich ein Problem gewesen ist. Im Terminal 2, die Anlage funktionierte fehlerfrei. Und wenn man mal so Berichte sieht, wie so Anlagen aufgebaut sind, ich glaube, da gab es auch sogar mal eine Sendung mit der Maus, sehr komplex das Ganze. Und Siemens ist einer der größten Anbieter, wenn ich das richtig habe, die solche Anlagen bauen. Das ist schon eine krasse Geschichte, was da an Technologie hinter ist. Und das ist alles nicht ganz so einfach. Auf jeden Fall kam es zu Verzögerungen von Flügen. Und am Sonntag waren rund 20.000 Passagiere am Helmut-Schmidt-Flughafen, so heißt der Hamburger Flughafen, dass es nicht so einfach war. Ankommende Passagiere waren wohl nicht betroffen. Man hatte dann auch externe Experten hinzugerufen, um das Problem zu lösen. Weil es halt wirklich so komplex ist, ist anscheinend nicht so einfach. Anlage ausschalten, neu machen und geht weiter von vorne. Also insofern hier einmal Entwarnung in Hamburg, wieder alles beim Alten. Man kann jetzt der Ehrlichkeit halber sagen, bei Boeing ist auch alles beim Alten, wenn man ehrlich ist, weil die nächste Kontrolle steht denen ins Haus, das nächste Problem, was die haben. Und da muss man dann der Ehrlichkeit halber sagen, das ist natürlich dann unschön. Und ich weiß nicht, was bei denen los ist in Seattle, um ganz genau zu sein. Und da sollte man vielleicht dann doch auf Carsten S. aus M. hören und sagen, bringt die Leute wieder nach Seattle, das Management, damit die mal Lesche sehen. Jetzt, was ist es? Das neue Problem ist, dass beim Bau der Flieger Verbindungen zwischen Tragflächen und Rumpf nicht überprüft worden sind. Das heißt also, man hat da Sicherheitschecks nicht gemacht, man hat Kontrollen nicht gemacht. Und das ist natürlich ein Riesenthema. Und die Prüfberichte seien gefälscht und der Flugzeugbauer eine weitere Untersuchung natürlich von der FAA damit an der Backe, was ja natürlich richtig ist, nachdem man Teile da quasi durch hin und her hüpfen passend gemacht hat, nachdem man jetzt alles nicht kontrolliert. Also das ist unglaublich, was da ist. Es handelt sich aber nicht um ein dringliches Sicherheitsproblem. Und jetzt bin ich gespannt, ob die auch gleich sagen, das betrifft eigentlich nur Flugzeuge, die nicht ausgeliefert worden sind bis jetzt. Insofern, es handelt sich nicht. Und für die aktuelle Airline-Flotte, es müssen keine Flugzeuge am Boden bleiben. Das ist ja schon mal zumindest eine gute Aussage für Lufthansa. Und es würde geprüft, ob die Noteninspektionen durchgeführt worden sind.
Und Fälschungsvorwürfe, also gerade in Aviation solche Sachen zu fälschen, ist in meinen Augen ein Riesenproblem und ein Vertrauensverlust wieder in Boeing-Flugzeuge. Also ich weiß nicht, was die da machen, was da bei denen los ist. Und man betont bei Boeing natürlich, dass man sofort die Behörden informiert hat und da gesagt hat, hey, sorry, wir waren doof, wir sind dumm und so weiter. Aber ich denke mal, dass da natürlich die Tests in dem Werk in South Carolina, die nicht durchgeführt werden sind, egal wie es war, dass das absolut einfach die Kultur bei Boeing zeigt, weil es doch wirklich, wie das so schön heißt, ein Modus operandi ist. Und entweder die haben ihren Laden nicht im Griff, was in meinen Augen genau das Schlimme ist, oder es ist einfach so, dass die bei Boeing einfach nicht mehr original produzieren können. Also die haben halt einfach die Funktionalität verloren. Und daran sieht man halt, dass man nicht alles, was es gibt aus der Automobilindustrie in die Aviation umsetzen kann, dass man also zum Beispiel die Teile da baut, woanders, um Kosten zu sparen und dass dieses permanente Kostensparen halt zulasten der Sicherheit geht. Und das ist halt ein Riesenthema. Ihr merkt jetzt wieder die Sonne unter den Wolken, nein, die Wolken unter der Sonne. Deshalb geht es hier Licht an und aus. Naja, also auf jeden Fall bin ich mal gespannt, was da passiert. Und es ist schon erschreckend, dass da bei Boeing wieder Probleme sind, die hausgemacht sind. Das heißt also, dass man zu den normalen Problemen, die man eh hat, die normal sind, deshalb sind es ja auch normale Probleme, vielleicht geile Formulierung, auf jeden Fall, dass man da halt wirklich den Laden in den Griff kriegt und nicht künstlich noch Sachen dort in den Umlauf bringt und macht und tut, arbeitet an der Scheiße. Also es ist echt unglaublich. Und die Leute haben da also auch dann keinen Bock mehr auf die Flugzeuge von Boeing. Mir fehlen eigentlich die Worte. Ihr seid jetzt gefragt. Ihr könnt unten schreiben, was ihr davon haltet, was ihr davon denkt. Ich bin mal gespannt. Wo ich auch gespannt bin, ist bei Lufthansa, wie es weitergeht mit dem neuen Financer, den man dort hat, den man von Amadeus geholt hat. Der 50 Jahre alte Streichert ist ab dem 15. September, kriegt er einen Dreijahresvertrag, der dann bis 2027 geht, genau, bis 27 geht. Remco Steenbergen scheidet mit Ende für diesen Dienstag geplanten Hauptversammlung aus und wechselt zum Schweizer Pharmakonzern Sandoz. Gibt wohl mehr Geld. Und Personalvorstand Michael Niggemann übernimmt dann die Finanzgeschäfte. Und jetzt noch ein Zitat von der Lufthansa-Gruppe. Mit Till Streichert gewinnen wir einen international erfahrenen, renommierten Finanzfachmann als neuen CFO für die Lufthansa Group. Das kann man wohl so sagen. Streichert war Angaben zufolge unter anderem für T-Mobile, Vodafone, Beratungsgesellschaft Boston Consulting. Und er ist ein promovierter Philosoph, der verheiratet ist und eine Tochter hat. Damit wissen wir das auch. Bin mal gespannt, was er für Zahlen dort bringt. Und viel Spaß bei Hansens. Wer viel Spaß mit Flugzeugen haben wird, das ist ja Emirates. Emirates hat ja eine Flotte, die ja nur aus 380ern und 777 besteht. Ne? Der letzte 330er ist ja vor ein paar Jahren ausgeflottet worden. 340er hatten sie auch mal. Angefangen haben sie mit einer 300er, mit einer 310er, einer 727. Also das heißt, Airbus ist im Prinzip das, womit man angefangen hat. Und jetzt geht man wieder zurück. 777 kommen ja auch, aber die sind ja auch verspätet. 2026, so hat ja Timothy Clark ja schon formuliert. Und im Herbst ist es wirklich so gewesen, 2016 nämlich, wo der 330er ausgeflottet ist, nur so als Randbemerkung. Und jetzt gibt es halt keine zwei Flugzeuge, sondern drei Flugzeuge. Und der erste kommt am 6. Mai. Und zwar, das war gestern, wo man das bekannt gegeben hat. Und die neuen Strecken hat man auch bekannt gegeben. Und zwar sind die Ziele Kurz- und Mittelstrecke. Bis zum 31. März 2025 werden wir voraussichtlich 10 A350 Emirates Flotte stoßen und die Fluggesellschaft plant, ihren neuen Flugzeugtyp in den kommenden Monaten zu neuen Zielen einsetzen. Das ist die Ankündigung von Emirates. Und dann geht es weiter. Den Anfang macht man mit den 350er-Flügen am 15. September von Dubai nach Bahrain. Und das wird das Paar sein EK839-840. Und dann kommt am 1. November ein zweiter täglicher Flug hinzu. Ab dem 16. September wird Emirates auch Kuwait täglich mit dem 350 anfliegen. Das ist EK853 und
854. Muscat kommt dann mit 866 und 867 und ab dem 1. Dezember ist das dritte Ziel auch in der Golfregion. Interessant ist auch, dass das eher so, ja, ich denke mal, Kurzstreckenziele sind, wenn man so will. Die Flugzeiten sind ja alle irgendwie bummelig um eine Stunde rum. Und dann wird man auch irgendwann mal nach Europa fliegen, aber auch nach Westasien. Die Fluggesellschaft will den 350er nämlich ab dem 27. Oktober zu den indischen Zielen Bombay, also Mumbai, 502, 503, Ahmedabad, 538539 ist der Umlauf. Und ab dem 1. Januar auch nach Colombo, Sri Lanka untersetzen. Aber das ist immer noch nicht Europa und da ist der Umlauf auch EK654655. Die ersten Ziele am 4. November wird nämlich Edinburgh in Schottland angeflogen. Und am 1. Dezember Lyon in Frankreich und Bologna. Und dann sollen weitere Details zu den Zielen bekannt gegeben werden. Ich denke mal, Edinburgh kommt wieder. Genau, das ist ein neues Ziel. 65 Flugzeuge sind bestellt von dem A350-900. Die ersten 10 350 werden 3 Kabinenklassen aufweisen mit 32 Business-Class-Sitzen, 21 Premium-Economy-Class-Sitze und natürlich in der Economy 259. Und dann gibt es noch natürlich keine 350.000er, die bestellt worden sind. Das hat ja immer noch mit Rolls-Royce zu tun. Ihr wisst ja, mit den Triebwerken, da gibt es noch ein bisschen Probleme. Und ich bin mal gespannt, wie der Flieger wird. Und dann können wir ja auch den 350er von der Hansens direkt mit dem Emirates-Flieger vergleichen, ob sie ein Produkt einführen, was Allegris überlegen ist. Ganz einfach, ganz simpel, Emirates-Style. Also ich bin mal gespannt, es gibt zur Inneneinrichtung noch kein Feedback, was es da zu erwarten gibt. Das letzte Thema, was wir heute haben, das ist für alle, die einen Flug mit Qantas hatten, der nicht stattgefunden hat und sie wussten, dass es nicht stattfindet und sie Geld genommen haben. Da hat man sich geeinigt und zwar ist das so, dass die Australian Competition and Consumer Commission, ACCC, geeinigt hat, genau in dieser Thematik. Denn ich finde, das ist eine Frechheit, dass man Flüge anbietet, wo man weiß, dass sie nicht stattfinden werden und wo man Geld nimmt quasi. Um dann irgendwann die Leute dann auch so, bezahlen nicht. Und da gibt es jetzt so, dass man 120 Millionen australische Dollar bezahlen muss. Das sind, ich habe es für euch ausgerechnet, ungefähr 74 Millionen Euro, circa, ein bisschen weniger, 73 Komma. Und das ist halt einfach so, dass man da natürlich ganz klar sagen muss, das geht nicht. Jetzt fragt ihr natürlich, wie viel Geld gibt es? Es gibt 225 australische Dolores, ich habe euch das ausgerechnet, sind 138,02 Euro im Moment, auch für Kurzstrecke und 450 für international. Also Kurzstrecke heißt bei denen Domestic, ne? Das kann auch ein bisschen weiter sein als bei uns. International gibt es 450, also das Doppelte, das wären ja dann 260,76, glaube ich, habe ich richtig gerechnet. Und dieses Geld wird den Passagieren ausgezahlt als Kompensation. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich den Press Release durchliest, dass das halt wirklich eine interessante Sache ist, wo man einfach sagt, ja, man schreibt da große, lange Texte und es ist alles sehr, sehr doof. Und hier ist auch die lustige Vanessa Hudson. Das ist der Group CEO oder die Group CEO. Warte, ich mache das mal größer. Warte, so, zack, da ist es. Und da ist es halt wirklich in meinen Augen, ja, ist Betrug. Ist Betrug. Das ist einfach so. Die haben einfach ehrlicherweise beschissen. Sie haben ehrlicherweise nicht einfach nur Geld genommen von den Flugpassagieren, sondern man hat sie wirklich betrogen, weil man sie einfach im Glauben gelassen hat, dass die Flüge stattfinden. Und ich meine, die Leute fliegen ja nicht nur mit den Flugzeugen durch die Weltgeschichte aus Spaß an der Freude, so wie wir vielleicht einige von euch, sondern man hat ja auch Arrangements drumherum, man trifft Leute, man hat Termine, man hat Hotels. Das ist alles nicht in Ordnung und das muss man halt so sagen. Und dass man halt wirklich Geld nimmt, schwierig. Und dann das Schlimme war auch noch, dass man dieses IOU, also IOU, ich schulde dir, dass man halt wirklich dieses Geld wegkriegt von denen. Und die haben halt IOUs ausgestellt. Also das heißt im Prinzip Voucher für die Knete.
Das ist halt ein ganz neues Level. Gut, wir können jetzt bei Lufthansa genau dasselbe sagen. Die haben ja auch Tickets verkauft, allerdings nicht für Flüge, die, und haben das Geld dann auch nicht zurückgezahlt mit irgendwelchen Gründen. Aber ich glaube, dass dort natürlich die ACCC die Strafe richtig gemacht hat und auch die Bestrafung richtig durchgeführt hat in meinen Augen, dass das was bringt. In Australien gibt es nicht das Department of Transportation, das da auch einen Riegel in den USA vorschiebt. Und die sind ja auch knallhart. Aber ich bin halt natürlich in Ordnung, dass man da wirklich durchgegriffen hat. Und ich hoffe, dass diese 225 bzw. 450 australische Dollar Cash sind und nicht irgendwelche lustigen Gelder sind, die da irgendwie in Voucherform oder sonst was sind. Ich meine, die können ja natürlich sagen, hey, du nimmst 225 australische Dollar von uns oder du kriegst von uns 300 australische Dollar als Voucher. Das kann man natürlich machen. Aber dieses Geld muss Cash gezahlt werden. Und deshalb habe ich für euch auch die Frage des Tages vorbereitet bei dem Thema, sollten wir in Deutschland auch Fluggesellschaften so zur Kasse bitten bei Verstößen, gerade bei Verbraucherschutzsachen? Und welche Sachen sind es, die euch negativ aufstoßen bei Fluggesellschaften, wo ihr wirklich sagt, das geht gar nicht, das geht null, was die machen? Und da bin ich mal gespannt, was ihr sagt, was eure Erfahrungen sind bei den Fluggesellschaften, wo ihr dann der Meinung seid, da muss man knallhart ran und muss denen Fresse geben. Also, da bin ich mal gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich und heute eine kürzere Sendung in der Form, weil gab gestern nicht mehr Themen oder doch. Wenn ihr noch welche Themen habt, die ich nicht bearbeitet habe, sagt Bescheid und denkt an den Kanal zu abonnieren, zu unterstützen. Ich freue mich auf Stammtisch mit euch und Kanalmitgliedschaft. Abspann wie immer an dieser Stelle, wir wollen ja konsequent sein. Also danke, ich muss jetzt packen. Bis dann, ciao. Thank you.